Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA 18, dem WM-Special mit Sarah dabei und jetzt mit Handicap. Wir spielen jetzt das Finale, was dann heute ja auch stattfinden wird, Frankreich gegen Kroatien. Unser Tipp, also mein Tipp, denke dann auch, liegt bei Frankreich. Da Sarah momentan ihre Hand zerstört hat, wenn ich das so sagen darf, stellen wir das im Gegensatz zum letzten Mal vom Profi wieder auf Halbprofi. Profi habe ich auch verloren. Aber gut, das Finale, Frankreich gegen Kroatien. Ich glaube, aus meiner Sicht hat Frankreich die schwereren Gegner gehabt. Hallo und herzlich willkommen in der ganzen Phase. Erstens halt gegen Belgien. Und Belgien war ja schon im Prinzip dann der Favorit, wo alle großen Nationen, alle typischen Fußballnationen raus sind. Frankreich ist ja auch irgendwie Favorit gewesen. Aber ja, ich sag mal, Kroatien hat halt. Klar, Russland hat gut gespielt, aber sie haben halt gegen Russland gespielt. Und so war, ich meine, klar, die sind auch nicht unverdient hier, ne? Die stehen schon groß. Ich meine, die Russen haben sie auch super geschlagen. Ne? Ich meine, sie haben ja auch nicht nur gegen Russland gewonnen, muss man auch dazu sagen, ne? Ja, ist schon alles klar. Aber viel halt in Verlängerung, viel bei Elfmeterschießen. Ja. Ich sag mal, wann war das letzte Spiel, das sie in normaler Zeit beendet haben, in der Gruppenphase? Ich glaube auch. Ja, und ja, Frankreich, wie gesagt, sehr energetisch, ist auch mein Favorit. Auch nicht nur, weil er Griezmann ist, auch wenn ich ihn witzig finde. Und bei mir macht sowas ja sehr viel aus, wenn ich einen davon mag. Thomas Müller. Zum Beispiel. Ist super. Finale wird sicherlich interessant. Ich bin auch vom Herzen für Frankreich. Auch wenn ich so der Fan vom Land Frankreich bin. Also ich finde, auf jeden Fall bin ich auch für Frankreich. Aber das Problem ist bei mir, wie gesagt, die Kroaten jetzt einfach nur, wie die auf dem Platz sind und so Ausstrahlung, sind die mir persönlich unsympathisch. Weiß ich nicht, ist einfach so ein Gefühl. Ich meine, als wären die so böse. Ja, schon, das sind die Bad Guys irgendwie. Ja, aber nicht mal so, weil sie faulen oder so. Nein, ich weiß nicht, ist einfach so ein Gefühl. Ja. Wie so ein Lukaku. Ja. So, wir fangen an und werden mal versuchen, ob wir den Ball kriegen. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Hätte ich das alleine aufnehmen sollen. Wäre eine Option gewesen, wenn ein Partner nicht gut Knöpfe drücken kann. Schon, ne? Er kann nur mit der linken Hand, aber mit der muss... Oh mein Gott, der schießt ein Tor. Ja, doch. Mit der muss den Stick ja bewegen. Okay. Oh. Dembele. Was? Machst du die Geräusche, als würdest du sterben? Achtung. Nein. Was mach? Wieso? Weißt du, du hast dann den Typen und dann läufst du mit dem nicht weiter. Ja. Sagst du so, dann bleib stehen. Weil... Dann mach ich gar nichts. Ich könnte halt sinnvoll da weiterlaufen und dann richtig cool reinschlagen. Hm? Halt nicht. Wow. Ich wollte einen langen Einwurf machen. Ja, aber warum machst du denn langen Einwurf, wenn lang keiner steht? Da brauchst du ja keinen langen Einwurf machen. Jetzt kommt Kanté. Wie Kanté über... Wir hätten noch Profi bleiben sollen, oder? Irgendwie war das jetzt... Ich bin halt einfach durch... Nee, aber die Verteidigung stand da nicht, ne? Ja, aber deswegen meine ich, vielleicht hätten wir die Schwierigkeitsgrad nicht unterstellen sollen, weil das war jetzt ein bisschen sehr... Gut. Das war ein bisschen sehr gut von uns. Also so leicht soll es die Franzosen dann auch wieder nicht haben, ne? Ist ja langweilig dann. Ja, also ich glaube, die Kroaten werden schon ordentlich gegen... Ich hab den nicht gefoult. Nein. Ich glaube, die Kroaten werden schon ordentlich gegenhalten. Ich meine, wir haben gesehen, die haben ja Kampfgeist und alles. Ich glaube aber trotzdem. Wir waren abseits. Gott sei Dank. Phew. Ging halt auch gegen Fuß. Aber trotzdem. Ja.
Genau. Die haben ja schon gezeigt, dass sie Kampfgeist haben, ne? Ja. Jetzt ist die Kugel weg. Und ich glaube, die Franzosen werden sich einfach haben, aber ich glaube, die Franzosen sind in der Favoritenrolle. Obwohl, ich fand jetzt zum Beispiel auch gegen Russland. Gegen wen haben die Kroaten nochmal davor gespielt? Da haben sie doch alle Wechsel aufgebraucht gehabt und der Torwart war halb tot. Sorry, was ist das gegen Russland? Nein, gegen Russland. Russland war doch das letzte Spiel jetzt, oder? Nee, gegen England. Ja, stimmt. Dann war das gegen Russland. Ja, es war gegen Russland. Gegen England haben sie das letzte gespielt. Die ja jetzt auch Vierter geworden sind, ne? Also, irgendwie, alle haben irgendwie gesagt, dass das Spiel relativ ausgeglichen war. Ich fand, die Belgier haben schon verdient das Spiel gewonnen. Nee, was ich auf jeden Fall sagen wollte, die Kroaten haben bis... Ja, die Kroaten schießen gleich ein Tor. Ja. Aua. Ich hätte dich hier nicht einladen sollen. Nimmt halt teilweise den Controller in eine Hand, nimmt dann die andere Hand, wie so ein Kleinkind, was nicht tippen kann auf dem Computer und tippt dann so einzelne Knöpfe. Das ist angenehmer! Also ihr müsst wissen, sie hat auch einen Verband um die rechte Hand. Aber es ist schon ein bisschen witzig, ne? Also klar, ne, ich leide natürlich mit ihr mit, aber... Oh mein Gott! Rakitic. Ich hab mein Eigentor geschossen. Rakitic. Das war schon ein nice Tor, ne? Das ging so schnell. Das ging so schnell, guck ihn dir mal an. Ja, komm, das war schon richtig nice. Was ist das denn lächerliches? Also, das hat er sich verdient. Das können wir so stehen lassen. So, jetzt einmal nicht den Ball verlieren mit Pogba. Zum Beispiel so nicht. Sollte man nicht tun. Das war kein Fall. Nee, wenn wir den Ball gespielt. Das ist gut, sie unterstützen den Ball für den Spieler. Cool. Nun Mandzukic. Sie lassen Ball und Gegner laufen, die Spieler sind einfach so. So! Jetzt kommt natürlich der Gegenangriff von Tolisso, der ja eigentlich, den haben sie letztens eingewechselt, ganz am Ende, ne? Aber eigentlich spielt er ja nicht. Souverän, er hat den Ball. Ich stand aber nicht. Ja, das habe ich gemerkt. Kramaric. Ich hätte den fast getötet, ohne dass da irgendwas war. Jetzt Modric. Angriff jetzt. Das wäre negativ in das Rating eingegangen. Perisic. Nein. Das war wichtig, schön, dass er da an den Ball kommt. Ist egal, geklärt. Die Situation ist wieder gesichert. Bis jetzt. Und jetzt kommt die Flanke. Und die wird natürlich abgebaut. Irgendwie haben wir nicht. Wir haben nicht den A-Squad auf dem Platz, den sie normal spielen. Wo ist eigentlich Griezmann? Der ist vorne. Da ist er doch. Ich habe ihn die ganze Zeit nicht gesehen, deshalb habe ich gedacht. Du hast mit ihm den Anstoß gemacht. Ich habe nicht, auch nicht drauf geachtet, vielleicht. Ja, dann kannst du nicht sagen, Ball Besitz. Herr Griezmann. Ich bin Griezmann. Ja. Achtung, verlauf dich nicht. Die Franzosen mit einem Angriff jetzt. Ja, genau so. Sagst gerade du. Was? Der läuft von. Ich hab dich gewarnt und dann hast du gesagt, nö. Hackentrick. 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 Lukas. Was? Willst du mich verarschen? Was denn? Das war nicht seine. Ich habe aber keine gelbe Karte gekriegt, also dem springen wir von Ordnung. Rakitic jetzt. Das war einfach. Und er hat den Ball. Komm, lauf! Ja, jetzt ging. Du hast das Laufen vergessen. Ja. Ich hab den Ball ja eigentlich mal bekommen. Rebic. Hä? Und der war auch an deinem Charakter. Ja. Oh meine Güte, wir müssen uns schon hier anstrengen. Den Angriff blockt er ab. Klasse, aufgepasst. Und TG. Du stehst nicht frei da vorne. Wieso läufst du denn mit den Gegnern mit? Da kann ich nicht zu dir abspielen. Weil ich nicht ins Abseits laufen wollte. Das ist halt auch nicht ins Abseits laufen müssen, sondern einfach irgendwo. Wo es halt. Und du bist ja nebenher den Gegnern gelaufen. Kramaric. Je weiter man vorläuft, desto mehr schwimmen die einen dann ja ein. Und jetzt ein Zweikampf. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass und Pass und Pass und Pass und Pass und das mit einer solchen Sicherheit. Wie hat er die denn noch rausgekriegt?
Die habe ich schön zentral gespielt. Das hätte gefährlich werden können, aber abgewehrt. Und dann ist raus. Sehr, sehr schön. Hoch. Tolisso. Und dann. Mbappé. Das war aber ein unerwarteter Pass. Den musste ich doch abspielen. Pogba. Nein! Er ist da und kann den Ball hier klären. Ja, wir haben den Einwurf. Tolisso. Weg da, Schiedsrichter. Pogba. Zack. Conte. Weitergeleitet. Mbappé macht das jetzt. Mbappé! Yes! Ausgleich 45. Minute. Kurz vor der Halbzeit. Das ist natürlich uns sehr, sehr gut gelungen. Mbappé hat natürlich bis jetzt auch immer super gespielt, muss ich natürlich sagen. Ja, scheint so. Die waren mit den Gedanken offensichtlich in der Kabine und werden bestraft. Ist auch klar, ne? Die hat nicht so gut gespielt, während sie gerade versucht, ihre Hand zu flicken. Wir hätten so eine Handcam jetzt haben müssen, wenn du die ganze Zeit irgendwie deine Hand versuchst zu richten. Oh Mann, das wäre halt schon, mal ein Feature, ne? Hey, Handcam wäre echt so der Hammer. Nein, keine Handcam. Auf jeden Fall eine Handcam. Dann sieht man ja, wie ich spiele. Ja. Und dann siehst du die ganze Zeit, wie du in einer Hand den Controller hältst, mit der anderen versuchst, dann den Knopf so einzeln zu drücken. Ja, genau so. Das ist super. So, jetzt müssen wir natürlich versuchen, möglichst viel Zeit rauszuschinden. Und deswegen fahren wir jetzt direkt den Angriff mit Pogba. Ach, ich wollte in die andere Richtung laufen. Das war cool. Ja. Was? Das war klug von dir. Dass ich in die andere Richtung laufen wollte. Ah, ich hab dich gefoult. Ich meine jetzt erst mich. Ja. Ball. Doppelpass. Wieso? Du hast nicht den Doppelpass gemacht. Wieso hat er den so weit vorgelegt? Freistoß, aber zeigt er auch eine Karte? Wir haben einen Freistoß. Ja, ich wurde gefoult. Wie ist das denn passiert? Aber... Was? Was? Was war das denn? Das war ein B-Pass. Das war überhaupt kein Pass. Das war... Das war ja nicht mal ein Schuss. Das war ja irgendwie gar nichts. Irgendwie nimmt er den Pass nicht so geil an. Der Mr. Bogby. Einwurf für die Franzosen. Das hat halt keinen interessiert. Wieso haben wir Einwurf? Weil die alle berührt haben. Nun Griezmann. Das war ein Doppelpass, du hast es noch nicht mitgekriegt. Ja. Achtung, Flanke. Was? Boom! Die war schon gut, oder? Das war schon ein nicer Zug eigentlich, oder? Schon, ne? Ich hätte mal Dollarkopf ballen sollen, aber vielleicht wäre er dann noch oben drüber gegangen. Vor allem sollst du den Controller mal richtig halten. Da hat er sich in den Schuss geworfen. So, Tolisso. Muss abspielen. Mbappé. Super Pass, super Pass, super weitergeleitet. Tolisso war halt nur zu langsam. Im Sinne von, er stand hinter dir, während du das initiiert hast. Ich weiß. Freistoß gegen Frankreich, hier jetzt nach dem Foul. Wir kriegen jetzt ein Tor. Ach so, ich dachte, die haben einen Freistoß bekommen. Haben sie ja auch. Ja, sie kriegen jetzt auch einen Freistoß, ne? Ja, jetzt kriegen sie ein Tor. Jetzt kriegen sie jetzt ein Tor. Ja, weil wir das verteidigen müssen. Als guck mal, wie weit die wegstehen. Der trifft ja nicht mal das Tor. Ja, guck mal, wie nice der rausgespielt ist. Ich renne durch. Du bist Mbappé. Du schaffst das. Du bist der... Du bist in den Gegner gelaufen. Du! Du bist blau! Nein! Was tust du denn? Ich hab den Einwurf rausgeholt. Der Wechsel bei den Kroaten. Den war jetzt Rakitic runter. Ja. Aber das war ja einer der Guten. Ja. Ist ja nicht so gut. Der Kovacic soll das jetzt reißen. Ich hab den Einwurf rausgeholt. Cool, ne? Schön. Ich hab diesen Move gemacht, ich hab ihn nicht angeschossen. Jetzt! Da muss der schon mal hingehen mit seinen kleinen Handschüchen, ne? So Pasic. Aber ganz ehrlich, Respekt, wo er da mit dem kaputten Bein gekämpft hat. Ja, das war also schon, ich hab wirklich gedacht, gleich haben sie ihn kaputten. Das war schon hart bei ihm, ne? Also, Torwart, ne? Das ist halt echt, das muss ich sagen. Klasse Aktion, Torwart hält den Ball fest. Der war schon fast gefährlich, wenn er halt nicht kacke gewesen wäre.
So, wieso spiele ich eigentlich immer Pogba? Immer wenn ich gucke, wen ich spiele, spiele ich Pogba. Nein. Doch. Mhm. Immer wenn ich gucke, weißt du nicht, wann ich gucke, wen ich spiele. Doch, wenn du sagst, oh, ich spiele jetzt den und den. Ja, das war für dich der Ball. Ja, und jetzt kommt die genialste Flanke der Welt. Okay. Ja, da. Und? Ja, da stand halt der Gegner vor, aber es ändert ja nicht, dass es die beste Flanke der Welt war. Du bist die beste Flanke der Welt. Hä, ja, hättest du sie vor den Gegner gestellt, hättest du sie annehmen können und dann wäre alles gut gewesen. Ich stand aber nicht vor dem Gegner. Es war halt die beste Flanke der Welt, ne? Könnt ihr in die Kommentare schreiben, beste Flanke der Welt. Gut reagiert, der weiter ruhig machen. Da kein Problem. Ich mach Kommentare. Okay, Kanté. Kanté spiele ich auch auf. Los! Du bist ganz im Weg. Du standst halt wirklich im Weg, ne? Ja, Mann, ich wollte nicht ins Abseits laufen. Du standest im Abseits und im Weg. Beides. Nein, was war das denn? Ich bin ausgerutscht. Oh, meine Hand ist kaputt. Musst du dir mal eine neue kaufen, ne? Die sind zu teuer. Wer kann sich sowas leisten? Jetzt mal Schukic. Naja. Heute mal besitzt Uschi. Alles ausgeglichen. Oder so. Was? Keine Ahnung. Meine Güte, soll ich faul den jetzt einfach weg? Hat nicht funktioniert. Eigentlich trifft er den gut, aber der Ball geht dann doch. Das war ein altbekannter Torschusspanik. Ich nehme mir auch noch Kramaric, was ist doch der älteste da, oder? Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Ich bin. Wer ist es? Was? Okay, der wird verlängert. Sehr, sehr schön. An dich. Ich bin jetzt er. Ja. Dein Pass war halt nicht so super. Alles bei Frankreich. Mein Pass war der beste Pass der Welt. Ja, guck mal, bei solchen Pässen, wenn ich die annehme, dann ist er direkt weg. Da kann ich nicht mal was machen. Dann springt er von dem so vom Fuß. Die Franzosen haben in dem Spiel auch noch nicht so viel. Die Pro-Controller-Batterie. Ja, dann musst du dir einmal das Kabel anstecken. Das ist ja professionell durchgeplant. Kannst du das da bitte einmal reinstecken? Du schaffst halt nicht mit deiner Hand, ein Kabel einzustecken, weil du sie nicht bewegen kannst. Ich kann sie ja bewegen. Alle Finger. Das ist schon. Vier von fünf Fingern funktionieren. Das ist schon. Das ist schon. Das Nein, ist schon was, alle ne? Finger funktionieren. Ja, ja, kannst halt nur nie bewegen, oder was? Nein, das ist kein Finger. Der Daumen ist ein Finger. Jetzt fangen wir nicht an mit der Daumen ist kein Finger. Schreibt mal bitte in die Kommentare, der Daumen ist auf jeden Fall ein Finger. Natürlich ist der Daumenfinger, du hast ja fünf Finger an der Hand. Nein, das ist ein Daumen. Hast du nicht schon jemals irgendwo aufgepasst? Immer. Nein. Umtiti. Das war Skill. Das war Müll. Das war Müll. Ja. Mit Ankündigung. Nein, dann hättest du gesagt, das ist Müll oder das wird Müll. Okay. Der wird rausgespielt zu dir. Und der wird weggespielt zu dir. Und dann lauf ich in den Gegner rein. Das war nicht sehr nice von dir. Warte, ich grätsche einfach weg. Ball erobert auf der Außenbahn. Bin ich um den Schienen. Ist klar. Und nicht der Ball ist um Titi. Um Titi ist auch ein guter Spieler. Nur weil er ein Tor gemacht hat. Richtig tolle Wie ist der Pass denn hingeblieben? Nur weil der in der Mitte davon stand. Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld. Die Kroaten erhalten den Freistoß. Hat er uns umgebolzt oder haben wir. Wieso? Ich dachte, er hat uns umgebolzt. Ich dachte, das wäre was für uns. Aber wir müssen jetzt nur noch ein bisschen Zeit rausholen. Ganz gechillt, dass ihr angeht. Nicht mal mehr viel Zeit. Könnte sein, dass der Spieler, der da am Boden liegt, sich eine Muskelverletzung zugezogen hat. Oh, ich laufe jetzt nochmal zurück. Jetzt mache ich nochmal den hier. Dein Ernst, du kriegst gleich Zeitspiel hier. Ich krieg gar nichts. Wir müssen ja noch ein bisschen Zeit rausholen hier. Ein paar Pässe. Guck mal den hier. Lukas. Jetzt weiß ich, warum wir am Ende immer so auf Zeit spielen, weil das Spaß macht. Denkst du so, nee, du kriegst den Ball nicht. Machst du so, ich greif jetzt an. Na, nee, ist doch nicht möglich. Nee, jetzt nicht. Ja. Oh, ganz risikoreich. Schon, ne? Conte. 60 Sekunden ja, gibt's noch als Nachspielzeit. Ich bolze ihn mal rüber. Viel geht also nicht mehr. Das müsste jetzt ja der Apfel sein. Ja. Nein. Ja, das war der Apfel. Jetzt fliegt er halt über die Linie und dann ist abgefiffen. Wir kriegen doch noch Nachspielzeit. Jetzt haben wir euch abgefiffen! Panik! Oh,
Dann tun sie die Panik zurück. Keine Panik mehr. Panik bitte zurück in den Paniksack. War nicht angebracht. Ja, 2 zu 1. Yes. Ein Sieg im Freundschaftsspiel. Möglich. Eigentlich kann man das schön. Also dieser, das eine Tor, was Kroatien gemacht hat, das müsst ihr euch mal so 10-mal bitte in Slow Motion reinziehen, weil. Also irgendwie war das ganz schön schnell und krass, oder? Ja, funktioniert, ne? Haben sich gar nicht so schlecht geschlagen. So, damit ist in unserer Variante Frankreich Weltmeister. Was? Aber in unserer Variante ist halt Belgien nicht dritter Platz geworden. Gegen England. Aber das die Tore haben gestimmt, ne? War 2-0. Nein, das war korrekt, ne? Das ist schon ein gutes Orakel, ne? Ja, dann wünsche ich euch alle viel Spaß beim Gucken des Spiels oder wenn das vorbei ist, dann dass ihr viel Spaß beim Gucken. Leben habt. Okay. Viel Spaß im Leben. Was ist denn jetzt los? Na gut, Leute. So, das haben wir geschafft. Kanté war der beste Spieler. Den haben wir auch meistens ich gespielt. Ist ja logisch. Genau. Und deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns in einem weiteren Projekt wieder. Und ja. Vielleicht kommt noch mal FIFA irgendwann, aber ich glaube eher erstmal nicht, ne? Dann haben wir überlegt, ob wir einfach den WM-Modus einmal zu Ende spielen mit Deutschland, dass er noch über ist. Einfach so dranhängen, das wäre möglich. Wenn ich spiele das Spiel schon gern. Ja. Hätte ich von mir nie gedacht, aber das ist der Fall. Aber gut, genug geredet. Tschüss und auf Wiedersehen und tschüss. Sag immer ziemlich oft tschüss. Tschüss. Tschüss.